Und wir reiten weiter Richtung Bruchtal und sind in den Trollhöhen und haben natürlich hier keine Quests. Habt ihr ja gerade vielleicht gesehen, denn ganz am Anfang hinter der Brücke steht eine werte Dame, der man das Questpaket prompt abkaufen kann. Aber da wir das Questpaket nicht bezahlen können, können wir da auch nichts machen. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass der jetzt den ganzen Weg bis nach Bruchtal reitet. Das hätte doch mal eigentlich, ohne Scheiß, das hätte eigentlich mal eine Schnellreise wert sein können. Ohne Kack. Das ist echt ein bisschen übertrieben. Was habe ich denn hier für Viecher, die hier rumlaufen? Vielleicht sehe ich gerade mal eins. Ich zoome mal ein bisschen raus. Vielleicht sehe ich hier irgendwen. Die auf dem Weg liefen immer diese Trolle her, ne? Hier gibt es einfach mal eine Quest, die ich aber nicht annehmen kann eigentlich. Kann ich die annehmen? Nö, kann ich eigentlich nicht. Was gibt's hier für Erze? Hochwertiges irgendwas. Ich wollte jetzt eigentlich mal ein Viech finden, aber ich sehe gerade keins. Zwergeneisen war das, glaube ich, gerade. Läuft hier irgendwo mal was rum? Da ist was. Na komm. Level 35. Seht ihr? Da ich jetzt erst 32 bin, sind die nämlich noch gar nicht so viel stärker als ich. Aber diese Trolle, die mir letzte Mal auf dem Weg hier, die ich hier auf dem Weg getroffen habe, die sind gar nicht mehr da. Der Hirsch ist bestimmt auch schon Level. Der ist Level 33, der Hirsch. Das ist ja krass. Ah, die Fledermaus kriege ich schnell ins Visier. Aber in den Trollhöhen habe ich bisher ziemlich wenig Trolle gesehen. Als wir damals diesen Fauxpas hatten, wo ich automatisch nach Bruchtal geportet wurde, was ich eigentlich gedacht hätte, würde jetzt auch passieren. Natürlich ist das nicht passiert, weil, ne? Wäre zu einfach gewesen. Das ist ja wieder super toll von dem Spiel. Was für irgendwelchen Scheiß den Gandalf einem da verzapft. Da musst du wieder, kannst du dich wieder dahin porten, weißt du? Da bist du direkt dann da. Aber für allen anderen Kack natürlich nicht. Kauf dieses Gebiet, ist nicht wahr? Das erzählst du mir auch jetzt erst. Wir sind ja schon fast da. Boah, es ist aber auch ein Weg. Mein Gott. Also das Gebiet ist auch wieder so viel zu riesig. Das ist echt. Wir laufen jetzt. Wir reiten jetzt. Ich habe die Aufnahme, weiß nicht, das war irgendwie noch nicht 46. Also wir reiten jetzt seit. Moment. Ja, seit gleich 3 Minuten. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge ist. Muss ich rechnen? 46 sehen wir irgendwie. Ja, seit. Zwei, knapp 3 Minuten. Und wir haben jetzt gleich die Hälfte von dem Gebiet durchritten. Huch, da gibt's eine Quest. Ich dachte, ich kann keine Quest annehmen. Moment. Ich kann hier doch gar keine Quests annehmen. War das jetzt einfach nur falsch, dass es trotzdem angezeigt wurde? Werden die mir trotzdem angezeigt? Und was ist da für ein Gebiet? Und warum kann ich da oben direkt. Moment. Wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich denn da hoch? Wartet mal. Okay, kann ich nicht annehmen. Scheiße. Kacke. Kaku. Zwergeneisen. Ich kann auch das alles noch nicht abbauen. Ich muss dringendst, wenn ich wieder hier bin, ganz, ganz dringend eine Handwerkssession machen, um den ganzen Scheiß, den ich auf der Bank habe, einzuschmelzen. Weil ich kann so langsam nichts mehr abbauen. Ist ja ein Gegner? Nö. Weil ich nichts mehr abbauen kann, ne? Weil ich, also ich. Das liegt einfach daran, weil ich noch die ganzen hochwertige, bla, den ganzen Kram habe ich einfach alles noch nicht eingeschmolzen. Das ist schon eher, was ist das für ein Bär? Alter, ein Level 37 Bär. Alter, ich reite lieber den Weg entlang. Ich bin auch irgendwie noch zu low für das Gebiet. Ganz ohne Scheiß. Ich bin irgendwie noch ein bisschen zu low für das Gebiet. Deswegen wollte ich eigentlich auch erst in die Nordhöhen. Auch wenn ihr alle dieses Gebiet anscheinend hasst. Aus irgendwelchen Gründen. Ich kenne es ja nicht, ich kann es ja nicht sagen. Ja. Ich habe hier nicht groß eine Wahl. Also ich könnte mich hier natürlich jetzt groß. Ich würde die wahrscheinlich schaffen, die Gegner, um Gottes Willen. Virtuose. Das ist ja noch eine Stufe höher. Das Platin. Gottes Willen, wie soll ich denn das machen? Das geht ja gar nicht. Okay, hier sind Bären. Hier ist der Fluss. Ist auch eine geile Kluft hier zwischen. Und dann muss ich da hinten wieder hoch. Ne, genau. Ich kann mich ja an diese. Der Ruinenfurt. Ich kann mich ja an diesen Weg erinnern, so ein bisschen. Ich durfte den ja schon mal reiten. Da war ich aber noch 10 Level drunter. Da waren die noch nicht nur 3, 4, 5 Level über mir. Da waren die noch 15 Level über mir. Und das war da schon scheiße. Das fand ich da schon ziemlich uncool und. Komm, ich habe ja immerhin jetzt die Chance mal. Ich kann es ja wenigstens mal versuchen, ne? Ach komm, ich lass das an. Jetzt hauen wir den mal um. Komm, schaffe ich. Kein Thema, machen wir alle. Los. Boah, ist der groß. Boah, ist der groß. Boah, ist der groß. Haha.
Komm her. Oh, der hat aber auch Leben, ey. Meine Fresse. Macht der Schaden? Macht der viel Schaden? Oha. Das ist gar nicht mal so übel, was der da macht. Der geht schon ganz schön ab, der Junge. Aber ich schaff den. Kein Thema, kriegen wir hin. Und der gibt wahrscheinlich auch massig XP, könnte ich mir vorstellen. Ich habe ja zum Glück einen Hüter. 162. Boah, ist der groß. Wenn ihr überlegt, wie viel die normalerweise geben. Normalerweise hänge ich hier mit, boah, ist das denn? Die werden auch nicht besser, ne? Scheiße. Ich will eigentlich gar nicht an denen irgendwie... an denen gar nicht vorbei müssen. Boah. Okay, ich versuch's mal auf dem Pferd. Hätte ich mal auf dem... wäre ich mal auf dem anderen Ding geblieben. Scheiße. Und ich hätte ja zurückreiten können. Das ist auch kacke. Vor allen Dingen ist noch nicht mal sicher. Ich war ja schon hier und durfte dann feststellen, dass es eine Reitstrecke nur für VIPs ist. Das ist natürlich super nett von denen. Komme ich da hoch? War nicht letztes Mal noch so Lux? Ach komm, weißt du was? Der greift mich nicht sofort an. Doch, tut er wohl. Ah, hier ist noch einer. Nicht da runterfallen, da habe ich letztes Mal schon verkackt. Hier sind diese... boah, Level 37 Luchse. Was ist denn los? Scheiße, ich muss hier irgendwie rauskommen. Ich muss hier hochkommen. Irgendwie, ich muss das überleben. Ich kämpfe jetzt mal nicht, weil das dauert sonst 3 Millionen Jahre. Und das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja eigentlich nur zu dem blöden Geburtstag. Weißt du, das, was du hier alles auf dich nehmen musst, nur um nach Bruchtal zu kommen. Ich fürchte, das sind so... normalerweise ist es immer schön im Auenland oder so. Aber nein, es muss ja unbedingt in Bruchtal sein. Weil, ne, ist ja um die Ecke. Ich meine, gut, wenn man jetzt Level 50 ist oder so, dann ist Bruchtal ein Katzensprung. Dann hast du eh einen Port dahin, denke ich mal. Und von da aus kann man sich, glaube ich, auch in alle möglichen Richtungen weiter porten. Das ist dann alles super, aber für alle, die nicht so hoch im Level sind, die stehen doof da. Die kommen da gar nicht hin. Weil die Quest, ich hatte eigentlich gedacht, die Quest würde mich dahin porten, aber tut sie gar nicht. Denn das ist ein bisschen scheiße. Das ist in der Tat echt mal ein bisschen kacke. Weißt du? Das ist nicht so geil, hör mal. Und deswegen sind wir on the road again. On the road again mit... welchem Pferd sind wir eigentlich? Das ist Sommerfest-Pony? Ist das Sommerfest... welches ist denn das? Das Sommerfest-Pony. Boah, ich bin so gut. Weil ich habe ja auch noch das Sommertags-Pony. Und... bitte was? Versammlungshorn? Au! Ah, da bin ich runtergefallen. Autsch. Mein Gott. Boah, ich bin erschrocken. Scheiße. 38, kacke. Komm, dann muss ich platt machen. Komm, krieg ich hin. Oh, 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 oh. Ja, doch, den schaffe ich. Den schaffe ich. Obwohl, so viel besser bin ich gar nicht als der. Der macht ganz schön, wenn ich jetzt mal parieren würde oder so. Jetzt. Ah, sauber, geht doch. Und übermannen. Und, scheiße, habe ich verfehlt. Komm schon, Stich. Ja. Boah, der macht ganz schön Schaden, der Junge. Kleine Drecksviech. Verfehlt habe ich den auch noch. Das gibt's auch nicht. Jetzt verfehle ich hier auch noch. Ausgewichen. Alter Falter. Komm, töte den, töte den. Ich habe ja noch genug Leben, so ist das ja nicht. Aber trotzdem. Das ist schon deutlich was anderes als das, was wir bisher bekämpft haben. Also man merkt direkt, die sind ein paar Level über uns. Und man kriegt's auch direkt zu spüren. Weil ich habe jetzt fast ein halbes Leben weggehabt. Von einem blöden Kackgegner. Und die werden auch, glaube ich... ich glaube, das Level ist der Gegend... scheiße, was war das jetzt? Wieso bin ich jetzt... ach, da ist noch so ein Lux. Kacke. Und hier sind Dachse. Level 38. Epische Level 36, 37, 38 Dachse. Und ich habe immer noch so einen Lux im Nacken. Aber der ist nicht so schnell, oder? Der ist... schneller als erwartet. Oh, oh. Ah, hat aufgegeben. Huh. Er ist schon wieder weg. Ich habe den gar nicht gesehen. Wo kam der denn her? Der Lux... hat ihn irgendeiner gesehen? Ich weiß gar nicht, wann der mich irgendwie, ne, versucht hat anzugreifen oder ob angegriffen hat. Können wir gar nicht. Naja, gut. Wird schon irgendwie da gewesen sein. Vielleicht war der unsichtbar und habe mich deswegen, vielleicht habe ich ihn deswegen nicht gesehen. Weil eigentlich gucke ich immer auf der Minimap, ob da wirklich irgendwer ist. Und die hier, die sind auf unserer Seite. Denn jetzt geht's mal wieder. Diesmal aber mit voller Absicht hier unten rein. Durch die Tore von Imladris Richtung Bruchtal. Man könnte hier auch runterspringen, empfehle ich aber nicht, denn es ist ziemlich steil. Also ich gehe steil, das Spiel geht steil. Eigentlich wollte ich ja nur eine Stunde aufnehmen, ne, aber reicht gar nicht. Bis ich da angekommen bin, ist die Stunde schon um. Kein Problem, machen wir länger, was soll's. Ich habe halt nur gerade noch das
gerade noch Dingens aufgenommen. John Yesterday. Also, der Fall John Yesterday. Kann ich euch übrigens sehr empfehlen. Sehr geiles Game. Falls ihr da noch nicht drauf gestoßen seid auf meinem Kanal. Ich kann euch das sehr ans Herz legen. Das ist ein sehr, 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 sehr geiles Game. Aber darum soll es nicht gehen, denn es geht weiterhin um der Herr der Ringe Online. Und wir machen uns langsam diese Serpentinen hinab. Auf Richtung Bruchtal, da unten ist es schon. Man sieht leider noch keines der Gebäude, weil die sind zu weit weg, um die anzuzeigen. Aber die dürften gleich irgendwann so plöpp, 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 plöpp. Da ist schon das erste. Und je weit, je näher ich komme, macht es dann... Ach, guck mal, das ist das Heimelingenhaus. Und da unten kommen jetzt die ganzen Brücken so langsam. Und je weiter ich hier hinreite, macht es dann... Ja, ich weiß, komm. Da macht es dann langsam plöppidi, 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 plöpp. Und... Sekündlich quasi erscheinen neue Gebäude. Denn hier gibt es nicht nur die beiden, sondern da gibt es auch noch ein paar mehr. Die sind nur... Da oben geht es in Richtung... Seht ihr? Da, guck mal, da erscheinen jetzt langsam noch ein paar Sachen. Es geht also weiter. Hier gibt es eine Quest anscheinend, die ich... Das ist im Gästezimmer. Aber die kann ich eh nicht annehmen, wenn... Kann ich die annehmen? Ach, guck mal, die Trollhöhen. Die drei Trolle. Wie hießen die nochmal? Scheiße, ich habe die Namen vergessen von den Trollen. Was, die kann ich annehmen? Was ach, das ist, ihr? Ach, das ist Legolas, du Alter. Ach stimmt, den habe ich ja letztes Mal schon getroffen. Mit wem muss ich sprechen? Mit Glorfindel und mit Legolas in Bruchtals Gastquartieren. Fortsetzen, habe ich gemacht. Jetzt muss ich nur noch mit den anderen reden. Wen haben wir denn hier noch? Hier ist Aragorn. Und Boromir? Boromir. Was benötigt ihr? Und Aragorn, komm, ich habe dir letztes Mal schon viel weitergeholfen. Buch 4. Willkommen in Bruchtal. Sprech mit Elrond. Ja, Buch 4 ist natürlich jetzt auch noch, Seid gegrüßt. Achso, das spricht mit Helmedir, das muss ich jetzt freischalten. Super. Gimli, was mit dir, alten Sack? Du weißt auch nicht, was los ist, ne? Du verstehst halt alles nicht. Die Gastquartiere von Bruchtal. Haben die in den Gastquartieren nur gewohnt? Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. So, Buch 4 habe ich jetzt auch schon, dass das alles sich so überschneidet. Ich habe Buch 1, ich habe Buch 2, 3 und 4. Dass ich die alle gleichzeitig habe, dann habe ich aber auch irgendwie nicht im Kopf gehabt, dass es so ging. Ich hatte eigentlich gedacht, wenn man das eine Buch abgeschlossen hat, kommt automatisch das nächste. Dass ich irgendwie die Hälfte von dem einen einfach mal so überspringen kann. Das war mir gar nicht wirklich bewusst. Das ist auch irgendwie doof, weil das ist ja eigentlich die wirkliche wichtige Hauptquest. Und das kann ich ja nicht einfach überspringen, das ist doch scheiße. Also, überspringen tue ich es ja im Endeffekt nicht, aber ich lasse hier einfach einen Teil weg. Und gerade die Endquests davon sind ja das Geilste daran. Also es wäre total bescheuert. Ach, Scharmützel. Also wäre total bescheuert, wenn ich das überhaupt irgendwie weglassen würde. Das sehe ich gar nicht ein. Das mache ich auch nicht. Ich mache schön der Reihenfolge nach, weil das finde ich viel besser. Wenn man da wirklich den Ausbildungen für Jäger... Bin ich ja nicht, brauche ich ja nicht hin. Aber ihr seht schon, hier sind jetzt ein paar Häuschen mehr. Und wir sind mittlerweile... Bruchtal nämlich eine Karte. Was sind das hier unten? Achso, das ist für den Ruf, genau. Und, ne, ihr seht, man kann hier einiges machen. Der Reliktmeister, hier ist der eigentliche Stall und hier oben ist für Wächter. Scheiße, dann müssen wir da oben mal hin. Das können wir eigentlich machen. Weil wir sind ja ein neues Level. Und wir reiten da jetzt hin. Und da gibt es eine Quest, kann das sein? Die kann ich aber noch nicht annehmen, da bin ich zu low für. Dann gehen wir mal eben zu unserem Lehrer. Der müsste hier hoch und dann rechts sein. Hier ist nur alles so sehr verwinkelt von diesen ganzen... Wasserfällen. Das ist immer ein bisschen kompliziert, hier die herauszufinden, wo man eigentlich hin muss. Das ist manchmal ein bisschen komisch. Okay, hier der Markt von Bruchtal. Und dann müsste es da oben gleich rechts. Genau. Ne, da geht es nicht rechts. Ich muss da oben nochmal hoch. Und dann rechts. Dann gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es sogar keine Fähigkeiten. Aber eigentlich gibt es die immer bei den runden Leveln. Bei 30 gab es ja welche. Vielleicht gibt es auch bei 32 welche. Wie gesagt, ich weiß nicht hundertprozentig, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Schauen wir mal. So, Wächterfertigkeiten. Und ich stampfen. Euch. Eure Angriffe ermöglichen die ganze... Ja, okay. Das ist unterbrechen. Und wir haben passiv nichts. Gut, wir haben eine neue Fähigkeit gelernt. Die wird auch prompt dann demnächst mal ausprobiert. Und in der nächsten Folge geht's dann ab Richtung Heimelingenhaus. Und das... Passiert für euch, für mich jetzt, für euch morgen erst. Tschüss!